Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den drei Mädels. Nee, die drei Mädels von, ja, von Zeit für Freunde. Yay. Hier im Bild die liebe Candy, die jetzt unbedingt auf die Toilette muss. Oh, wobei sie erstmal noch eine Runde schlafen möchte. Und ja, die Yuki, die hier auch noch schlafen möchte, die aber gleich wach sein wird. Und unsere lieben Tanja, die auch momentan im Bett liegt. So, was ist angesagt? Yugi muss noch arbeiten gehen. Wir haben Samstagmorgen. Ja, sie muss samstags arbeiten und muss noch dringend programmieren. Also dann schicken wir sie einfach mal. Warte mal, was war denn hier noch? Videospiel oder App? Weiter Plugin programmieren. Ja, das mach mal. Komm, steh mal auf. Und programmier das mal zu Ende. Dann schauen wir mal, wie es aussieht mit dir. So, die Candy. Wie weit bist du jetzt schon? No, ein bisschen hast du noch. Okay. Dann gucken wir unter lieben Yuki mal so über die Schulter, was sie denn so tut, was sie denn macht. Unsere wahnsinnige Yuki. Yay! 41. Okay. Machst du immer noch weiter? Ja, nee. Mach weiter. Freiberufliche Arbeit fortsetzen. Da machen wir mal weiter. Ich glaube, das müsste auch irgendwas in die Richtung sein. Ich denke mal. Moment mal. Genau. Also, Hauptsache, sie programmiert, was auch immer sie programmiert. Und meine liebe Gen, jetzt komm. Steh mal auf, du musst auf Toilette. Und die Comedy-Fähigkeit. Dann darfst du mal einfach den Comedy-Auftritt üben. So. Ich muss mal gestehen. Ach Gott, guckt mal, da sind es alle gleiche. Level 10 der Comedy. Ah, okay. Also wir sind hier bei ihr echt gut auf dem Weg. Und unsere liebe Tanja. Da müssen wir natürlich nochmal gucken. Das hat sie ja nicht. Da müssen wir echt gucken bei ihr. Aber du kannst eine erfrischende Dusche und dann mal verwenden. Und wie schaut es in unserem Kühlschrank aus? Eigentlich ganz gut. 5 Tage, 5 Tage, 6 Tage. Ja, also dann nehme ich mir das da hinten. So, ja, perfekte. Ja, die darf noch ein bisschen weiter schlafen. Ich gehe nochmal zu Candy und Candy. Juhu, so, ich spule hier nochmal ein bisschen vor und hoffe mal, dass so der Balken. Hey, wo gehst du hin? Du solltest doch eigentlich bis zum Ende. Bis zum bitteren Ende. Manu! So, Yuki, wie geht's mit dir voran? 75% erledigt. Na dann, auf und weiter. Und bevor du auf die Toilette gehst, musst du die 100% schaffen. Okay, das hat sie getan. Ich check das immer noch nicht. Videospiel oder App programmieren. Ich kann das anscheinend mit meinem momentanen Level nicht tun. Vermute ich einfach mal, dass das vielleicht mit Level 7 dann passieren wird. So, auf jeden Fall kannst du dann auf Toilette und kannst auch noch mal was essen. So. Da geht doch mal. Und dann meine liebe Tanja. Ups, Anna. Die kann jetzt auch mal aufstehen. Komm. Jo, jetzt bist du aber auch wirklich. Oh, mit deinen sexy, sexy, sexy Klamotten hier. Wallendes Haar hat sie hier so. Ich glaube ja, sie muffelt gerade Kröne. Na gut. Aha, hallo. Yuki? Du wolltest auf Toilette, bevor du was essen gehst. Ich weiß gar nicht, warum sie hier unten war. So, du. Naja, gut, du kannst es fast vertragen, ne? Okay, und das leerst du auch mal. Der ist irgendwie stinkig geworden hier. So, meine Liebe, dann musst du aber weitermachen. Es tut mir leid. Wobei, es tut mir nicht wirklich leid, aber du musst echt weitermachen. Und hier noch einen Auftritt üben. Oder, keine Ahnung, ja, Auftritt üben. Witz erzählen, das ist ja doof. Oh Gott, mit Socken, die. Yuki. So, du gehst jetzt erst essen. Und unsere liebe Tanja, jo,
hübsche Klamottchens an. Aber du gehst auch noch was essen. Meine Güte, Morgentoilette, bis ihr drei fertig seid, es dauert. Wobei unsere Candy hat das schon wieder übt und lernt. Und schau mal, in. Du, warte mal, du nimmst mal ein Abendkleid. Guck mal. Warte mal. Zieh dich mal um. Und danach? Jawohl. Ach, warum habe ich jetzt ausgerechnet das wieder? Naja. Okay. So, und ihr zwei. So. Ja, Yuki geht es gut. Und, dann schicke ich sie nochmal zum Programmieren hoch. Virus programmieren, oder? Nein, sie macht nochmal, freiberufliche Arbeit fortsetzen. Okay. Tschüss, you. So, ich denke mal, ach, ich gehe mal mit dir alleine los. Wir müssen einen Platz zum Angeln finden, Tanja. Und da reisen wir heute einfach mal mit ihr alleine. Ganz alleine. Ach komm, wir nehmen... Oh, der hat schon... der ist schon Senior geworden. Hilfe. Ich weiß gar nicht, den Pablo würde ich vielleicht noch. Oder Sergio. Paolo, den wollte ich. Aber nee, Sergio, komm. Dann reisen wir mit ihm mit. Genau. Und du kannst noch programmieren. So. Du wirst Sergio dort treffen. Sehr schön. Wir brauchen irgendeinen Ort, wo ich auf jeden Fall angeln kann. Und ich glaube, ich gehe mal nach Willow Creek und die Huberts besuchen. Ich glaube, kann man nicht da hinten? Oder wirklich nochmal in den Park? Ich weiß es echt nicht. Shit. Rosenheim. Können wir da hingehen? Ach komm, wir besuchen einfach mal die Huberts. Und ich glaube nämlich hinten hinter denen, da kann man ja, eben angeln. Wir könnten natürlich dann auch in die Parks gehen. Vielleicht sollten wir auch nochmal in Urlaub fahren irgendwo. Hey, guck mal. Hallo. So, ich stelle mich immer freundlich vor. Und mit ihm zusammen angeln dann da hinten. Oh, die wollte nicht. Ist egal. Komm, wir gehen angeln. Das ist ja das Einzige, warum ich eigentlich wirklich hierher kommen wollte. Und zwischendurch können wir ja noch den Tag verschönern und hallo. Und ein Anmachspruch vielleicht. Ja. Warum haut er jetzt ab? Mann. Yuki ist zur Arbeit. Dann kann sie mal fleißig arbeiten. Wartet mal ganz kurz. Candy, sage ich auch noch, sie soll die Comedy ausbauen. Das ist ja deren Ding, das sie machen sollte. So, oh, cool. Einen brauchen wir noch. Meine Güte. Was haben wir denn erwischt? Ein küssenden Gurami, den haben wir schon. Und ein Barsch. Barsche haben wir ja auch schon genug. Egal. Oh, wartet mal ganz kurz. Mit Köder angeln. Wir können auch mal wieder... mit einer Zitrone zum Beispiel angeln. So, der ist davon gerannt. Ich weiß auch nicht. Verdammt, wo ist er denn jetzt hin? Manu! Ich will angeln hier. Level 6 erreicht. Yay, endlich. Hat sie das. Und dann waren wir nicht mehr zu Hause. Naja, gut. So. Selbstsicher angeln. Ja, unsere liebe Tanja in diesem... Outfit. Cool. So, Level 10 der Angelfähigkeit und 20 Fischarten sammeln. 13 haben wir. Na gut. So, ein Katzenfisch. Hatten wir den schon? Keine Ahnung. Ich glaube fast nicht. Da ist, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall einen, der 100 Simoleons wert ist. Das ist ja echt cool. So, ich angel mit ihr auf jeden Fall noch ein kleines bisschen. Oh, Moment. Da ist was. Da ist was.
Was war das jetzt? Ein neuer Fisch wurde gefangen. Ach Gott, guckt mal. Ich mit den Koi mit dem Pilz, den Lachs mit dem Barsch, den Diskusfisch mit Weintrauben, den Kampffisch mit dem Apfel oder mit dem Goldfisch, den Küstengourami mit einem Apfel, den Katzenfisch, den hatten wir also schon, mit einer Zitrone oder einem Barsch, den Salmler mit einem Pilz. Okay, und Zitrone, den Buntbarsch mit einem Koi und Elritze mit einer Zitrone. Das ist ja krass. Okay. Ja, wir müssen natürlich weiter angeln gehen mit ihr, das ist ganz klar. Aber ich wollte jetzt mal das Bestreben hier, das ist jetzt nur noch das. Und das andere wollte ich einfach mal jetzt echt geschafft haben. Und von daher kannst du jetzt mal aufhören zu angeln. Und wir gehen nochmal hier. Guck mal, das kannst du nochmal ernten und das Frösche sammeln. Und hier kannst du nochmal graben. Und nee, Pilze haben wir genug eigentlich. So, mal gucken, was wir da so. Ixitonit. Keine Ahnung, ob wir das schon bereits hatten. Ich glaube fast nicht. Das ist ungewöhnlich. Die Endritze, die machen wir auch wieder. Die hänge ich auch wieder auf. Und, was haben wir noch? Ja. Sie hat sich gefreut. Okay. Mysteriöse Zeitkapsel, die öffnen wir gleich mal. Aber ich habe sie erstmal weitergeschickt. Die Glockenblumen. Ich glaube, die können wir definitiv. Gestreiften Erdfrosch. Hatten wir schon wahrscheinlich. Oh, ich könnte übrigens mal wieder züchten. Keine Ahnung, was mit was. Ich habe da echt einen Überblick verloren. Den. Ja, wie auch immer. Ich habe irgendwas gerade gezüchtet, weiß selbst nicht was. Oh, noch eine Kapsel. So, einmal öffnen. Und nochmal öffnen. Was haben wir? Wir haben einmal den Trevor Verily und einmal DJ Candy. Yay! So, meine Liebe, ich glaube, jetzt gehen wir wieder nach Hause. Oder war noch was? Warte. Oh, warte. Oh, warte, warte, warte. Kannst du noch mal kurz anhalten? Dann kannst du hier noch mal graben. Und an diesen Baum, den Baum würde ich mir hier gerne ansehen. Genau. Ach Gott, das war ja hier in der Gegend. Das ist. Oh, da wohnt Lena. Kann das sein? Ich glaube schon. So, Moment. Simonit haben wir gefunden. Und diesen Baum. Das ist einer der wenigen Bäume, die nicht verschwindet, wenn man näher kommt. So. Ich bin mir noch nicht sicher, was man dafür nochmal braucht. Weil da ist doch irgendwas Geheimes drin. Ich bin mir nicht sicher, was man machen muss. Ich glaube, ich habe das noch nie so. Ach Gott, die Zoe, die ist auch älter geworden. Bewässern, okay. Das ist die Alina. Hallo, Alina. Das ist die Mama. So, nochmal ansehen. Mit Alina können wir ja mal kurz plaudern oder so, über großen Fang reden, wenn sie nicht davon rennt. So, mehr scheine ich momentan nicht zu können. Frösche suchen und dann möchte ich nochmal das Wasser hier untersuchen. Das ist ja schon ein bisschen weiter weg. Jetzt mache ich doch so viele Sachen auf einmal hier. Aber egal. Ach komm, da ist auch noch Don. Ist der nicht schon Senior? Ja, der ist schon Senior geworden. Oh mein Gott. Der sieht immer noch so cool jung aus. Surferblattfrosch gefunden. Okay. So, dann untersuche ich mal das Wasser hier noch. Was könnte hier sehr gut gehen? Was? Die meisten Fische hier fressen beinahe alles, solange es organisch ist. Na gut. Dann nehmen wir nochmal, wir nehmen eine Glockenblume, die habe ich noch nicht so oft. Und gucken einfach mal, ob wir noch was hinkriegen. Oder eben nicht. Schauen wir mal. Ey, das war, keine Ahnung, ein Katzenfisch. Was da wohl noch alles rumschwimmt, Fischart, Katzenfisch, Köderart, Glockenblume. Wir könnten ja mal mit dem, also den haben wir ja jetzt definitiv. Warte mal. Katzenfisch, wo ist er denn? Hier. Einmal haben wir den ja gehabt. Von daher. Eine L-Ritze haben wir auch noch. Auch noch. Hä? Habe ich jetzt. Oh Mann. Komm, mit dem Katzenfisch wollte ich nochmal das ausprobieren. Juki, 504 und großartige Arbeit geleistet. Okay. L-Ritze. Upsala.
Barsch. Nichts, was wir nicht schon hätten. Naja, gut. Ich vermute und fürchte eigentlich, wir müssen mal woanders hin. Juhu. So, was war das letzte noch? Wartet mal. Barsch. Und hier Elritze. So. Na, dann gehen wir mal nach Hause kommen. Ich sehe viel mehr. Ich weiß nicht, was ich mit diesem noch anmachen kann. Wir könnten hier hinten. Keine Ahnung. Aber egal. Genau, da war das Haus von Lena. Das müsste ich sogar gemacht haben, glaube ich. Also umgebaut und so. Das ist aber schon sehr lange her, dass ich da gespielt habe. So, jetzt wird also Tanja nach Hause gehen und jo, da sind wir schon. So, jetzt gucke ich noch mal ganz fix, was wir noch alles machen können. So, du kannst hier mal säubern, dann wie ein Champion pieseln. Und ich würde sagen, du kochst heute mal wieder was, nämlich einen Gartensalat für vier. Okay, dann die Candy. Die ist irgendwie. Bist du heute auf Arbeit gegangen? Ach nee, du hattest heute frei. Naja, warum nicht? Drei Comedy-Auftritte geben. Klick auf das Mikrofon, wähle einen Auftritt. Sims mit höheren Comedy-Fähigkeiten können am Computer. So, wartet mal. Auftritt geben? Wer braucht schon Seife? Das kannst du machen. Und was machst du gerade? Wir müssen noch ein bisschen Programmieren üben. Dann mach mal deine freiberufliche Tätigkeit noch. So, super. Okay, und du? Oh. Ja, das musst du sowieso da machen. Ach Mist, jetzt hat die 2 Tage frei, kriegt dann keine Beförderung. Okay, sie hat es bei 4 und du bist bei 5. Naja, gut, okay. So, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Unsere liebe Candy, die hat hier gerade einen Auftritt, glaube ich, gemacht. Supi, dann kannst du direkt nochmal einmachen. Überdosis Kekse. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Oder hinterlass mir auch einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidoo. Ciao, ciao.